Hallo zusammen und willkommen zurück zur nächsten mit dem lieben Renrik. Juhu, hallo. Ich wollte gerne das Ding bauen, den Wand of Animation. Und dazu fehlt leider eine Menge, nämlich vor allem das Teil. Den Rest, jetzt weiß ich auch wieder, wofür ich die vielen Demon Steels haben wollte. Drei Stück Stufe 10. Und Infinity Ingots. Also letztendlich dauert es halt noch lange, um den zu kriegen, weil die zu bauen ist halt super schwer. Aber irgendwann muss man es ja mal angehen. Und dafür brauchen wir einen Boss im Erebus. Du sag mal, Ich habe übrigens viele Lootbags noch aus der letzten 15 Stück hat er gemacht. 15 Uhr, das ist ganz schön wenig. Erzähl mal, ich öffne dabei ein paar Lootbags. Genau, ich wollte jetzt. Nee, Schnelle Loot. Atmung. War das. Maßband. Ach, ja, schon wieder. Ich wollte eigentlich jetzt in der Drachenwelt gehen, noch ein paar Drachen töten. Wie geht das? Das kannst du mir noch mal schnell erklären nebenbei. Strom dürfen wir mittlerweile genug haben. Kiste Ja. öffnen. In den Ja. Dimension-Bilder schmeißen. Was da oben drin liegt, oder Ja, die Dimension. was? Genau. Am Wahlgerät oder im In den Wahl? Dimension-Bilder, wo die Kiste draufsteht. Ah, da, alles klar. Jupp. Warten, bis sie geladen ist. Ist sie in diesem Fall, weil es geht 100%. ja halt, ne? Volles Brett. Insofern dann jetzt das Dining-Device anklicken. Oben auf die 86, 82, 7, 81 klicken. Anschließend auf Dragon, das Wort Dragon, in Klammern 5 drücken und Dial drücken unten links. Ja. Und weg ist er. Und weg ist er. Und natürlich dafür sorgen, dass man zurückkommen kann. Brauchen nur ganz viele Dracheneier, liegen ganz viele Dracheneier. Ich brauche im Moment keine, aber. Nehme mal meinen. Oha. Ein Chaos, Ingot? Was bitte ist Oh. ein Chaos, Ingot? Chaos, Ingot. Da. Alter, das ist teuer. Ein Infinity Ingot, vier Chaotic Cores und vier Chaos Katalyst. Das ist richtig teuer, das Chaos Ingot. Was auch immer man damit macht. Aber es ist richtig teuer. Naja. Ich Ne? brauche, ich glaube, ich brauche nur andere Pfeile. Mittlerweile baut er hier wie ein Bekloppter. Und die Bilder, das hat EMC. Das hat EMC in Spot-Dings. Der hat kein. Das hat EMC. Das hat EMC. Alles, was EMC hat, wird da reingeschmissen. Sogar das Maßband hat EMC. Gut, und der Rest kommt hier rein. Blup. Denn ich wollte heute eigentlich da halt mal dieses Ding suchen, ne? Denn hier dauert das, glaube ich, noch. Ja, wir sind bald am dritten, aber jetzt dauert es natürlich immens. Also, wenn er sich da um die Drachen kümmert, dann kann ich mich mal um den Erebus kümmern. Auf jeden Und mal Fall. schauen. Die Auf sind jeden Fall. ja, weißt du, was passiert ist? Was? Aus dem Nether-Portal sind ganz viele Zombie-Pikmin ins Erebus-Portal gelaufen. Jetzt gerade Party. Kommst raus und wirst du mal gleich verprügelt. Auf jeden Fall brauche ich andere Pfeile. Ich habe meine ganzen Pfeile zerschossen, ich habe mir mal einen Drachen getötet. Was? Ja. Krass, und dabei hattest du so viele. Ja. Ich hatte ja nur 100, du hast ja 200 irgendwas, ne? Genau. Und ich habe noch nicht mal eingetötet, weil mit zwei Schuss kriege ich die nicht tot. Ich glaube, du schießt ein bisschen auf daneben. Machst du Dauerfeuer? Ja, fast. Ja gut, das ist natürlich der Fehler. Das geht nicht. So, und ich suche mir eine Wüste in der Hoffnung, dort den Tempel zu finden. Wenn wir ihn erstmal Oha. gefunden haben, kann Renrik ihn ja töten. Wow. Das hörte sich nach Drachen an. Genau. Ein. Ein. Und ich habe die ganzen Pfeile zerschossen.
Darfst natürlich nie auf 0 runter, ne? Ja, hab schon 16, 15. Dann musst du aufhören. Da ist schon mal eine Wüste, das ist ja schon mal nett. Es sieht nach Wüste aus. Genau, und hier könnte es sein, dass halt eben ein Vulkantempel verborgen ist. Kann ich hier so eine Schandcube auch machen? Ja, ne? Nein, bitte nicht, sonst löscht du, wenn du Pech hast, mein Inventar. Okay. Weil das dimensionsübergreifend sein kann. Oh. Also Chance Cubes aufmachen bitte niemals. Oder du bist alleine auf dem Server. Aber ich glaube, auch das löscht mein Inventar. Wenn du Pech hast. Also es ist einfach, das Ding ist einfach, in diesen Chance Cube ist quasi nie was Gutes drin, ne? Was wir nicht so schon längst hätten. Was ich selbst, was bringst du, wenn du da einen Stack Diamanten rauskriegst? Ja, Ne? Das ist stimmt. schnöde Albern. Gegenüber der Chance, was es vernichten kann. Das lohnt einfach den. Also das Also ist, das Plus-Minus geht nicht auf. auch so ein Ding zu fallen ist auch nicht schlecht. Wenn du Was? eine Drachenwelt auf so ein Endportal, ne, fällst, dann kommst Bist du du im wieder zu End. Hause, ne? Genau, dann komme ich im End raus. Echt? Ja. Okay. Komme ich in die Ende und auf einmal war mein ganzes Inventar voll. Ich hatte vier Drachenherzen. Die lagen noch irgendwie Drachenherzen rum. Dann habe ich noch ganz viele Herzen gehabt und ganz viele. Habe ich noch irgendwas anderes Starkes als Waffe? Ein Schwert. Na, die Karten. Liegen hier noch Wusste bloß leer. nicht, dass man ins End kommt, wenn man da auf das Ja, also ich bin hier Tal rein. geht. Bin aus Versehen reingefahren. Ich wollte nämlich die Ender. Die Eier mir sichern. Ich hoffe ja irgendwann darauf, jetzt so einen Boss-Gegner-Balken angezeigt zu kriegen. Und wenn das aber nicht geht, dann werde ich das offscreen mal suchen irgendwann. Und dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Um den Katalyst zu bekommen. Irgendwo wird ja so eine Pyramide sein. Ich selber habe es noch nie gespielt. Ich habe es irgendwo. Aha. Hier muss es irgendwo sein. Waypoint machen. Nö, Map. Waypoint. Keiner gut, ich komme nach Hause. New. Pyramide. Safe. Hier muss es irgendwo eine Pyramide geben. Ich komme nach Hause und versuche mal meine Pfeile zu updaten. Pfeile. Aber wo? Wir nicht? Modifier über Signalum. Bin gespannt. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was du nehmen willst? Was denn? Hast du dir schon überlegt, was du nehmen willst für Material und so? Nee, nee, nee. Ich habe die Pfeile ja auch noch nie gemacht. Die hast du mir ja letztes Mal gemacht. Du hast doch 200 irgendwas Stück, ne? Ja, 286. Habe noch vier Modifier über. Na, der Modifier nützt ja nichts. Ich habe schon Auto-Repair Kannst. drauf. Wie viel? 5. Oh, das ist eine Menge. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo der ist, ne? Der blöde Kerl. Wo findet man den? Hier hinten weiter? Sonst macht doch einfach mehrere, wenn dir das nicht reicht. Habe ich auch schon überlegt. Denn ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hatte mir was bei gedacht bei den Pfeilen.
Also na klar, gibt es mit Sicherheit noch bessere. Aber ich glaube nicht mal eben so. Also ohne nachzuforschen oder sich einzulesen oder so. Warum mache ich das nicht so? Mit Food Saturation ist das natürlich. Es könnte sein, dass es ein bisschen leckt. Hey. Ja, bin ich das. Ich mache gerade Clickspam or Excavation. Feder, Eichenlaub, Schleimkristall, Blauschleim. Feder. Mal gucken, was mit Feder wird. Eichen. Schleimkristall. Schleim. Das erschreckt Schleim. mich ein bisschen. Ist bestimmt nicht so gut, dass hier 95.000 Entities rumliegen. Naja, sind ein paar. Schadet eigentlich nichts. Naja, da die Chunks nicht geladen sind, liegen die ja nicht dauernd im geladenen Bereich rum. Ah, das ist blöd, dass man den Bossgegner Namen sieht, aber nicht weiß, wo er ist. Blauschleim. Versuchen wir es mal weiter oben. Schleim. Schleim. Kristalle, Blauschleim. Hier oben ist er aber nicht. Okay, hier ist Bedrock. Da bin ich wohl oben. Das ist ja echt verflixt. Ja, es war ein bisschen anders geplant, die Folge. Jetzt ist sie doch wieder anders. Ja, manchmal ist es wie verhext, ne? Ja. Schleimige Wörter. Schleimige Wörter. Blätter. Kann ich nicht korrigieren, also nehme ich Feder. Machen wir mal zwei davon. So. Dass man diese Armbrust auch noch so krass leveln kann, das finde ich so krank. Bolzenkern. Wo könnte sich diese gemeine Pyramide versteckt haben? Buddeln wir doch mal nach unten. Wenn nach oben nichts kommt, versuchen wir es unten. Das der richtige? Bolzenkern. Irgendwie mag mich das nicht. So, hier ist auch Bedrock. Ich heb gleich hier alles aus. Bungsing. Ja, ich mache hier Vein Miner mit ohne Hunger. Und das ist natürlich gut. Und dann kannst du hier Ja. ganze Gegenden ausheben. Wurfschablone. Vielleicht ist das ja eher was für dich. Hast du das mal überlegt? Was denn? Ob du lieber einen Shuriken der machst? Da hast du ja dann vielleicht ein paar hundert Schuss mehr. Oder so ein OP-Bogen, ne?
Was ist denn bitte ein OP-Bogen? Ich habe vorhin so ein. Ja, ich könnte mir ja auch mit Draconium Evolution anfangen. Ich weiß nicht, was der Bogen davon kostet. Eine gute Frage. Ich will jetzt auch keinen mehr haben. Der Venbogen ist eigentlich einfach. Der Wyvernbogen. Der Wyvernbogen, genau. Den hat man schnell zusammen. Kostet Na, halt das nur ist da schon was. ein Netherstern. Ja gut, das ist ja kein Ding. Und Also im wie. Moment wird da wegverzaubert, aber den kann man ja abzweigen. Also ich meine, muss man ja rechtzeitig rausnehmen. Ich will jetzt diese Pyramide finden hier. Ist das nervig? So. Es gibt bestimmt einen Trick, wie man das macht, aber ich habe noch nie Erebus gespielt. Ich auch noch nicht. Ich war letztes Mal das erste Mal da. Er muss hier in der Nähe sein, weil ich habe doch seine Lebenslage. Jetzt die Lebensleiste wieder weg. Also muss das hier irgendwie. Das kann man doch normalerweise gar nicht finden, wenn man hier keinen Weinmeiner hat und nicht mit unendlich Hunger hat. Also unendlich nicht Hunger hat, meine ich natürlich. Wie sollen wir denn das dann ausbuddeln können? Schießt ja gar nicht der Bogen. Steuerung. Werkzeuge. Ha. Autofeuer an. Jung. Jetzt krämpfe ich hier die ganze Folge den halben. I, hier sollte ich weg. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich muss mir das, glaube ich, nochmal durchlesen. Jetzt ist es in die Richtung. Läuft der immer weg oder Ich sehe ihn ja nicht, das ist das Problem. Es müsste irgendwo eine Pyramide geben, wo der drin rumflitzt. Und ich weiß nur das Gebiet und das ist halt Vulkanwüste. Da bin ich. Und ich sehe auch genau wie ein Nösser oder Ender Lebensleiste. Also weiß ich, er ist hier irgendwo. Aber wo, ist eben die Frage. Weil diese Pyramide halt meines Wissens, also sie steht hier nicht offensichtlich, sondern sie ist irgendwo verbuddelt. Vermutlich. Aber wo? Und das ist halt extrem nervig, wenn man dann nicht weiß, wenn man es wenigstens eingrenzen könnte, ne? Also dass man sagt, da man ist lässt er. sich nur ihn anzeigen. Manillum ist das Beste, ne? Wofür? Ich teste das mal einfach mal mit ein bisschen Manillum. Die Frage ist immer, für was? Und was es für Alternativen gibt. Eisen, Kobold. Vielleicht ein Kobold. Also ich glaube, ich gebe das jetzt hier erstmal auf. Werde mir das nochmal angucken, wo man den findet. Und dann sehen wir weiter. Denn das kann ja so nicht der Weisheit letzter Schluss sein, was hier passiert. Oder ich fliege einfach so lange rum, bis ich irgendwann mal Glück habe und eine Pyramide an der Oberfläche finde. Okay, das war der falsche. Hier wird er mir auch angezeigt.
Ist doch irgendwas ist doch hier faul. Wie weit hat denn der seine Reichweite? Gibt's doch nicht. Ist halt so ein Miniboss hier. Aber irgendwo muss er ja sein. Hilft halt nichts. Schön ist es hier, aber muss man ihn lassen. Gut, ich glaube, lieber Henrik, das bringt bei mir so nichts. Ja, dann kannst du mir gleich mal helfen mit den Pfeilen. Gut, es war eine nicht produktive Folge. Kann ja auch mal sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.